Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem nächsten Teil von Überzeugen, einem Buch von Alfons Reckermann. Wir sind immer noch bei der sogenannten rhetorisch fundierten Polisethik, wie im ganzen Buch im Grunde, und wir sind konkret immer noch bei Isokrates, einem antiken und wohl angesehenen Rhetoriklehrer. Er ist auch Teil eines Kanons, wie ich erst gestern gesehen habe, der 10 großen Rhetoren der Antike. Ich hatte es so abgespeichert, dass Isokrates sogar als einer der größten Redner oder Redenschreiber überhaupt galt in der Antike, neben Demosthenes, und der wesentlich später lebte, dann schon im Zeitalter des völligen Niedergangs Athens. Auch Isokrates war schon ein Krisenphänomen, also das kann man relativ klar sehen, das sieht man sowohl am Zeitpunkt seines Lebens und Schreibens, also in Relation zum Peloponnesischen Krieg. Aber die antike Demokratie und auch hatte formell auch über diesen Krieg noch Bestand. Insgesamt bestand sie, glaube ich, knapp 150 Jahre, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Also sozusagen, es war auch nicht das Ende der Demokratie, dieser Krieg, es war aber das Ende des alles überstrahlenden Bedeutung Athens in politischer Hinsicht. Und nachdem Athen eben diesen Krieg verloren hatte, kamen ganz andere Dynamiken in Gang. Das ist natürlich Spekulation, wie es im anderen Fall weitergegangen wäre, ob es nicht über kurz oder lang dazu gekommen wäre, dass über, was weiß ich, die Perser, die Makedonier, später die Römer, dazu gekommen wäre, dass eben die griechische Welt keine solche Bedeutung mehr haben konnte, weil sie einfach keine solchen größeren Gebilde, staatliche Gebilde zu bilden neigte, sondern halt immer als die doch zahlenmäßig etwas begrenzte Polis als Bezuggröße hatte. Ich kann mir von heute aus gesehen durchaus vorstellen, dass das da anderes möglich gewesen wäre, aber dann hätte man über mehrere Schatten springen müssen. Man hätte zum Beispiel eine verschiedene Polis umfassende Megapolis gründen müssen und nicht sozusagen das Verhältnis der Polis untereinander in einem hegemonialen Verhältnis regeln müssen, wie es dann halt im Grunde der attische Seebund war. Wenn ich es richtig noch im Kopf habe, gab es einen ersten und einen zweiten attischen Seebund. Im ersten attischen Seebund war Athen deutlich tyrannischer, diktatorischer unterwegs als im zweiten. Also man hatte schon ein Stück weit gelernt, aber das ist trotzdem natürlich was anderes, als eine demokratische Grundordnung über mehrere Polis auszuweiten. Also vergleichbar vielleicht wirklich mit der Einigung der Europäischen Union und dann eben der Frage, ist diese Meta-Institution dann doch dominiert von einem einzelnen Land oder ist es wirklich demokratisch? Und wenn es wirklich demokratisch ist, wie kann man denn das überhaupt organisieren? Ich habe den Eindruck, mit den kleisthenischen Reformen hätte man eigentlich genau das Tool an der Hand gehabt, mit dem man das leistbar ist, also eben nicht nur damals, sondern auch heute. Aber die Idee sozusagen, diese wunderbare Einrichtung sozusagen über die eigene Polis hinaus anzuwenden, darauf konnte man irgendwie damals anscheinend nicht kommen oder das war irgendwie nicht naheliegend. Oder ich täusche mich natürlich damit, dass das hätte leisten können. Man muss natürlich auch sagen, dass Mobilität damals was anderes bedeutete als heute. Also meine Reise über Meer oder über Land in eine der anderen Polis, das war, soweit wir sehen können, hauptsächlich Aristokraten, also Menschen der Oberschicht, wie soll man sagen, möglich. Da sehen wir aber sehr viel reisetätig. Also das heißt immer wieder, dass, was weiß ich, Platon gereist ist, dass auch Isokrates gereist ist, dass verschiedene Gelehrte gereist sind, dass verschiedene Politiker gereist sind. Also dass man sich so ein bisschen umgetan hat. Aber das sind halt immer ganz, ganz wenige Menschen und Demokratie bedeutet halt eine ganz allgemeine Mobilität der Bevölkerung. Und das bedeutete dann halt auch immer auch Vernachlässigung des Oikos. Also man konnte es sich nicht leisten, weil dann blieb das Feld unbestellt oder die Fischnetze blieben leer oder was auch immer. Bei allem, was man hatte an Metöken und Sklaven und Frauen, die einen Großteil wahrscheinlich der eigentlich wirtschaftlich produktiven Tätigkeit unternommen haben, also gerade diese drei Gruppen, die ausgeschlossen waren damals aus dem politischen Raum, haben wahrscheinlich die eigentliche Arbeit gemacht, aber es blieb wahrscheinlich trotzdem nicht folgenlos, wenn jemand also über Wochen und Monate weg war. Und insofern konnte man das wahrscheinlich vielleicht aus technischen Gründen damals nicht ausweiten über die eigene Polis hinaus. Man war also sozusagen Reichweiten begrenzt, konnte dadurch keine größeren politischen Einheiten bilden und war dann also bis auf die persische Episode, wo man da dagegenhalten konnte, dann eigentlich im Hintertreffen gegenüber eben solchen Dingen wie dem makedonischen Großreich oder später dann eben gegenüber den Römern. Und in diesem Kontext, also eines absehbaren Niedergangs, ist eben Isokrates tätig. Ich werde das jetzt weiteren versuchen vorzuführen als eine Übung in Geduld. Also ich werde versuchen, auch mein Tempo etwas zu drosseln, was mir nicht leicht fällt.
und etwas mehr ins Detail zu gehen, also mir etwas mehr auch Zeit zu nehmen für einzelne Aussagen, die der Autor dieses Buches, Alfons Reckermann, über Isokrates Position macht, wie er sozusagen die Welt sieht. Weil Reckermann Isokrates ja nicht als Rhetoriklehrer liest oder als historisches Phänomen, sondern als Vertreter einer philosophischen Position. Also für Reckermann ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Isokrates ein Philosoph, also hat philosophische Würde, wenn man das überhaupt so nennen will, und verdient deswegen auch eine ausführlichere Auseinandersetzung, weil er versucht, allgemeinmenschliche, überzeitliche Dinge sichtbar zu machen, häufig im Gewand des Konkreten. Also es sieht halt nicht aus wie eine philosophische Abhandlung, ist aber als philosophische Abhandlung gemeint. Ähnlich wie man das eben zum Beispiel auch dem Thukydides in seiner Geschichtsschreibung unterstellen kann. Auch Thukydides hat aus Reckermanns Sicht eine philosophische Position, das werden wir später noch sehen im Buch. Und auch Aischylos hat eine philosophische Position gehabt, obwohl er Dramatiker ist. Also man kann sozusagen Philosophie auch finden in nicht philosophieförmigen Schriften oder nicht philosophieförmigen Äußerungen, also nicht die aussehen wie eben ein platonischer Dialog oder eine aristotelische Abhandlung. Wobei es ja gerade da sehr bemerkenswert ist, dass auch Platon Abhandlungen hatte, die sind halt nicht überliefert. Und auch Aristoteles angeblich Dialoge hatte, aber bei ihm sind die Dialoge nicht überliefert. Also das ist ja auch sehr bemerkenswert. Man kann sich da viel Gedanken machen zur Form der Rede und warum ist das eine überliefert worden oder nicht, warum schreibt der eine so, warum schreibt der andere so. Also das macht durchaus Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Für hier aber nehmen wir es einfach mal so, wie es ist und rekonstruieren sozusagen aus dem, was erhalten ist von Isokrates, was wir entweder, weil es überliefert ist oder weil es indirekte Quellen gibt, die also berichten von Isokrates, andere, die über Isokrates reden in der Antike. Weil wir diese doppelten Quellenlage haben, können wir also sozusagen das rekonstruieren, was denn, sagen wir mal so, Isokrates über die Welt dachte, über den Menschen und seine Stellung in der Welt, über Kulturentstehung, über Gesellschaft und Gesellschaftsentstehung und Gesellschaftsstabilisierung, also kurz gesagt über Politik. Und insofern ist es eine, man könnte sagen, ethisch, politisch, philosophische Theorie, die Reckermann hier konstruiert und mit der ich mich halt vermittelt über Reckermann auseinandersetze. Und da ich mittlerweile tatsächlich, das ist mir so zugestoßen, ich habe das nie wirklich angestrebt, auch sowas habe wie eine philosophische Position. Das ist so ein bisschen Schuss ins Kontor von mir, weil früher mal fand ich das ganz schlimm, eine Position zu haben. Jetzt habe ich aber leider eine und kriege das nicht mehr los. Weil ich also auch jetzt sowas habe wie eine Position, lese ich das halt aus einer ganz bestimmten Position. Das heißt, muss man immer wieder sagen, ich bin wahrscheinlich ungerecht, weil gerecht werden kann man eigentlich einem Menschen, der eine philosophische Position hat, nur wenn man keine eigene hat. Das ist ein bisschen paradox, aber ist aber so. Und lange, lange Zeit hatte ich glücklicherweise keine eigene Position, war also relativ offen und war deswegen auch den Autoren gegenüber, die ich gelesen habe in der Philosophie, immer viel gerechter, weil ich weniger Bedürfnis hatte, sie zu verurteilen oder so zu bewerten. Heute aber, da ich jetzt leider eine Position habe, ist es so, dass halt sehr viel Verurteilung von mir kommt, sehr viel Bewertung von mir kommt. Das ist letztlich nicht zu vermeiden, weil ich eben derzeit nicht bereit bin, meine eigene Position aufzugeben. Dafür ist sie für mich persönlich zu wichtig im Moment. Ich hoffe, also ich kann mir denken, oder ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich da hoffen soll. Ich schaue mir selber dabei zu, was kommt, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich mir wünschen soll, dass ich diese Position wieder verliere und wieder offener werde, so wie ich aus meiner eigenen Wahrnehmung früher war. Oder ob es sogar gut ist, dass ich mittlerweile eine Position habe und die halt verteidige, eingegraben in meinen kleinen Schützengraben, andere Positionen beschießend, also in einem relativ streitförmigen, wenn nicht sogar kriegsförmigen Verhältnis im Denken. Ich weiß das selber nicht, was ich gut finden soll oder schlecht finden soll. Im Moment stehe ich auf dem Standpunkt, es ist, wie es ist und ich will es nicht ändern. Und also aus dieser unfreundlichen Perspektive heraus lese ich jetzt Reckermann über Isokrates weiter, werde aber versuchen, mir etwas mehr Zeit zu nehmen für einzelne Formulierungen und einzelne Aussagen als bisher. Also ich werde weniger durchrudern und werde dadurch auch halt weniger Seiten schaffen zu lesen und zu kommentieren als bisher in den Videos. Also die Videos werden wahrscheinlich nicht kürzer, sie werden aber, wie kann man sagen, der Anteil, wie viel ich lese und wie viel ich kommentiere, wird sich wahrscheinlich verschieben. Also wenn das überhaupt so läuft, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Es kann auch immer anders kommen. Ich bin ja extrem prozessorientiert, auch in diesen Videos. Das heißt, ich lasse es passieren. Ich habe kein großes Steuerungsverlangen. Also tatsächlich, die meisten meiner Videos passieren so,
Ich schaue mir selber dabei zu, was passiert. Ich fange einfach an und dann passiert, was passiert. Und mal passiert das eine, mal passiert das andere. Manchmal gefällt es mir besser, was passiert, und manchmal gefällt es mir wesentlich schlechter. Manches ist auch so schlimm, dass ich es lieber nicht hochlade. Also ich wähle durchaus aus. Das ist nicht so häufig, aber es gibt so Phasen, wo ich dann Videos mache. Da sage ich dann immer dazu, ich bin zu schlecht drauf, das will ich niemandem zumuten. Die lade ich nicht hoch. Oder wo ich sehr ausfallend werde, wo ich nicht den Eindruck habe, dass das irgendwie jemandem gut tun könnte, oder wo ich den Eindruck habe, er sei zu schädlich. Und in diesem Sinne, genau, versuchen wir jetzt mal zuzugucken, was passiert. Reckermann schreibt unter dem Titel Athen als Entstehungsort menschlicher Kultur. In Anknüpfung an sophistische Theorien der Kulturentstehung, die haben wir früher im Buch gesehen, was das sein kann, also unter anderem eben bei Aischylos in verschiedenen Dramen, unter anderem eben auch im gefesselten Prometheus, aber auch bei Xenophon oder bei Gorgias oder Protagoras. In Anknüpfung an sophistische Theorien der Kulturentstehung behauptet Isokrates, dass am Anfang des menschlichen Daseins das ungeregelte, von der Macht des Stärkeren bestimmte Leben der Anomie, also der Gesetzlosigkeit, und des disparaten Nebeneinanders labiler Sozialverbände gestanden hat. Erinnert halt sehr stark an dem, was wir in der Neuzeit kennen von sowohl Thomas Hobbes als auch von Jean-Jacques Rousseau. Also dieser Naturzustand, und zwar dieser als ungut gedachte Naturzustand, in dem es kaum auszuhalten ist, von dem man nur weg will. Und wo dann also praktisch kulturelle Weiterentwicklung etwas Positives ist. Das ist selbst teilweise bei Rousseau so, obwohl man das oft anders gelesen wird. Also Rousseau wird irrtümlich oft als Naturromantiker oder zurück zur Naturautor gelesen. Ich glaube nicht, dass man Rousseau, der Komplexität von Rousseau, dadurch gerecht wird. Rousseau hat eine wesentlich komplexere, Haltung und Meinung zur Kulturentwicklung und auch eben zur fiktiven, ganz klar als fiktiv gekennzeichneten Naturzustand. Wenn das aus philosophischer Ecke kommt, dass Rousseau so gelesen wird, dann habe ich dafür überhaupt kein Verständnis, weil man in der Philosophie normalerweise den Anspruch hat, dass man die Komplexität des Autors wahrnimmt, die der hat, und ihn nicht reduziert zu einer Art Strohmann, sowohl Argument, also dass man zurückweisen kann, als auch Strohmann-Figur, auf der man aufbauen kann. Also man versucht, wenn man als Philosoph andere Philosophen liest, zumindest während dem Studium, die Komplexität schon zu würdigen, die da ist, und das passiert in meinen Augen bei Rousseau relativ selten. Genauso wie bei Thomas Hobbes. Die beiden, keine Ahnung warum, ich habe ein paar Theorien dazu, warum es so ist, aber die werden gerne reduziert auf Positionen, die sie gar nicht haben. Sie haben viel komplexere Positionen, ähnlich komplex im Grunde, wie man sie findet bei Kant oder bei Hegel. Trotzdem werden sie gerne vereinfacht, vielleicht weil diese Vereinfachungen so schmissige Anknüpfungspunkte geben. Aber das ist immer sehr ärgerlich für jemanden, der halt sich Mühe gegeben hat, tiefer in Hobbes einzusteigen oder tiefer in Rousseau einzusteigen. Aber oberflächlich erinnert das, was Isokrates jetzt hier macht, an diese Bilder wie das früher war. Und manchmal sagt man in der Philosophie, das ist typisch für atomistische Theorien. Also atomistische Theorien heißt, es wird gedacht, dass sozusagen die Welt besteht aus einzelnen, eben wie wir sagen, Atomen, die sich dann zum Beispiel so wie zu Kumulationen zu größeren Körper bilden. Also kleinste Teilchen, die dann sozusagen, man kann es wirklich so sagen, verklumpen zu größeren Teilen. Das ist es eben, geht sehr stark zurück auf einen Vorsokratiker namens Demokrit, auf den eben dann auch später der bekennende Atomist Epikur sich sehr bezieht. Auch Hobbes ist ein bekennender Atomist in diesem Sinne. Und da ist es dann halt naheliegend, das so zu denken. Da sind dann also auch schon die kleineren labilen Sozialverbände, solche Verklumpungen. Auch schon unsere Körper sind solche Verklumpungen, die sich also aus reinem Zufall gebildet haben. Das ist halt relativ nah tatsächlich an unserem heutigen modernen Weltbild, wo wir ja auch sagen, wenn wir also nicht zufällig Anhänger eines Intelligent Design sind, dass das also Zufall ist, dass die Welt da ist, dass die Erde da ist, dass die Sonne da ist, dass Leben da ist, dass wir da sind, dass das alles Zufall ist, wo dann Vertreter des Intelligent Design Denkens dann immer sagen, das kann ja gar nicht sein, so viel Zufall geht ja gar nicht.
Und insofern haben wir tatsächlich heute ein, wenn man das so nennen will, atomistisches Weltbild, wenn man das eben in Relation sehen will zu älteren Konzepten, die es halt gab in der frühen Neuzeit oder eben in der Antike. Also wenn man das vergleicht, man müsste einordnen, wie denken wir denn heute in der Wissenschaft über die Welt, dann haben wir eben auch ein atomistisches Weltbild und das ist eben bestimmt vom Zufall, aus dem Ordnung hervorgehen kann. Für einen Großteil des Hauptstrangs des abendländischen Denkens war das aber sehr lange undenkbar, weil man eben lange gedacht hat, Gleiches entsteht nur aus Gleiches, Gleichem. Also bei Platon und Aristoteles wird das gedacht, es war ein Stück weit Common Sense in antiken Griechenland, dass Gleiches aus Gleichem nur entstehen kann. Und das bedeutet natürlich, dass wenn etwas Ordnung hat, am Anfang auch eine Ordnung stehen muss, das heißt im Grunde göttliche Kräfte oder der Gott oder eben die göttliche, als göttlich gedachte Ideenwelt bei Platon. Also sozusagen, weil das Prinzip Gleiches entsteht aus Gleichem über allem stand, musste es so sein, dass es nicht Zufall ist. Und das ist eigentlich die Haupttradition in Europa gewesen, lange, lange Jahre. Insofern haben wir tatsächlich einen großen Kulturbruch hinter uns, nachdem das atomistische Denken mittlerweile die Oberhand gewonnen hat, von unserem Weltbild her. Dass wir also denken, Ordnung kann auch aus Chaos entstehen, Ordnung kann auch aus Zufall entstehen, weil lange, lange Jahre wurde im Abendland wirklich anders gedacht. Und insofern könnte man fast sagen, Isokrates ist eben in dem Sinne, als er eben auch diese eher atomistische Theorie teilweise zu teilen scheint, eher ein moderner Autor. Also wenn man, das macht nicht so viel Sinn, ne? Weil auch schon in der Antike gab es anders Denken, aber wenn man sagt, dominierend wurde dann irgendwann dieses nicht-atomistische Denken, was wir vor allem bei Platon und Aristoteles finden, und in der Moderne dominiert eher dieses atomistische Denken, Ordnung kann aus Chaos, Ordnung kann aus Unordnung entstehen, dann ist Isokrates tatsächlich ein modernerer Autor als Platon und Aristoteles, obwohl er ein älterer Autor ist. Also Isokrates war ein paar Jahre älter als Platon, hat also früher geschrieben, hat auch etwas früher gewirkt, seine eigene Schule etwas früher gegründet, als Platon seine Akademie gegründet hat. Aber die beiden waren im großen Ganzen Zeitgenossen und auch eben große Konkurrenten, darum die bestimmenden intellektuellen Kräfte zu sein in der Polis. Also man kann sich das zum Beispiel vergleichen mit, wie das eine Zeit lang war in Deutschland, zwischen Luhmann und Habermas in der Soziologie. Ne? Also zwei Großdenker, die halt miteinander darum konkurrieren, das öffentliche Geschehen zu bestimmen. Ne? Und die dann sich auch viel aufeinander beziehen und mal etwas freundlicher und mal etwas feindseliger und oft sehr ironisch. Ein ähnliches Verhältnis finden wir zwischen Isokrates und Platon. Und man muss immer dazu sagen, weil Isokrates nicht so bekannt ist, Isokrates ist nicht Sokrates. Also das sind zwei verschiedene Menschen, die beide real gelebt haben. Sokrates war der Lehrer Platons und Isokrates ist eben formell ein Rhetoriklehrer, der hier aber von Reckermann als Philosoph ganz bewusst gelesen und interpretiert wird, also als jemand, der eine wirklich philosophische Position hat, die durchaus bedenkenswert ist, auch wenn man ihr nicht unbedingt zustimmen muss. Aber man kann sie mal wahrnehmen, weil sie tatsächlich eine, wie soll man sagen, eine Form ist, die wahrscheinlich immer wieder entsteht. Also sozusagen, auch wenn man Isokrates nicht kennt, gibt es Isokrates-ähnliches Denken immer wieder, weil es eine der Grundpositionen ist, wie man über die Welt denken kann. So zumindest interpretiert das Reckermann, wenn ich das richtig verstehe, was er hier tut. Das kann natürlich auch sein, dass ich das falsch verstehe. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Also, um nochmal auf den konkreten Text Bezug zu nehmen. Hier wird also eben gedacht, dass es ein ungeregeltes, von der Macht des Stärkeren bestimmtes Leben, der Anomie der Gesetzlosigkeit und des disparaten Nebeneinanders labiler Sozialverbände am Anfang stand, also ein unguter Zustand, wo dann immer die Frage ist, wie kam man denn aus diesem unguten Zustand heraus? Eine andere Frage könnte heute von uns sein, mit dem Wissen, was wir heute haben über, ich sag's jetzt mal wirklich so platt, sowohl biologische als auch kulturelle Evolution, also mit dem, was wir heute wissen, aus sowohl evolutiven Denken heraus, weil wir das Faktum der Evolution kennen, weil wir sowohl biologische Evolution mittlerweile mehr Daten haben, gerade in jüngerer Zeit ist da wahnsinnig viel passiert, weil sich die Techniken verbessert haben, weil sich auch mehr Funde ergeben haben. Es werden immer mehr sozusagen auch unserer Vorfahren gefunden, auch unserer näheren Verwandten, die ausgestorben sind, also anderer Hominidenarten. Wir wissen mittlerweile zum Beispiel, wie hoch der Anteil von Denisova-Menschen und Neandertaler-Genen im menschlichen Genom sind. Nur um zwei Beispiele zu nennen. Wir wissen aber auch, dass es noch andere Hominidenarten gab. Wir wissen relativ viel
über die reale Entstehung, sodass wir das nicht mehr uns rekonstruieren und rein denken müssen, wie das lange Jahre war und wie das eben auch hier bei Isokrates ist, wie das auch natürlich bei Thomas Hobbes und Rousseau war, sondern wir wissen darüber einfach mehr. Und wenn wir mit diesem Mehrwissen, was wir heute haben, auf diese Aussage schauen, dann ist natürlich die Frage, können wir da überhaupt so mitgehen? Weil wir wissen es im Grunde halt besser. Und verträgt sich das, was Isokrates hier sagt, überhaupt mit unserem besseren Wissen? Man kann sagen, das sind zwar, ne, das eine ist halt eine fiktive Aussage und das andere ist harte Forschung. Und das hat mit einer hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ich halte das für eine schwer durchhaltbare Position, weil ich glaube, dass das, was wir heute aus den Naturwissenschaften nehmen, ein Wissen ist, das wir schwer ignorieren können oder wo wir uns vielleicht auch keinen Gefallen tun, wenn wir es ignorieren. Und insofern müssen wir tatsächlich heute abgleichen, ist das denn aus unserer heutigen Sicht bei dem momentanen Stand der Forschung eigentlich richtig, was Isokrates sagt, oder ist es Unsinn? Und naja, wir sehen halt, dass sich stabilere Sozialverbände eigentlich immer wieder herausgebildet haben, dass sie also nicht so unwahrscheinlich sind, wie sie uns hier vorgestellt werden. Und dass auch diese Sozialverbände, wenn hier es heißt, die seien labil, da müssten wir fragen, was heißt denn hier labil, was ist denn hier gemeint? Weil wir sehen zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu geben, dass in Australien, nachdem die Vorfahren der Aborigines dort übergesiedelt sind, sich sehr schnell ein sehr fast bewunderungswürdiges Sozialsystem rausgebildet hat, das in vielen Teilen unglaublich klug war und zumindest alles andere war als anomisch. Es war zwar wirklich geprägt von Stammesverbänden, aber man hatte zum Beispiel ein unglaublich komplexes Heiratssystem, das also heutige Wissenschaftler direktgehend deswegen fasziniert, weil es so aussieht, als hätten die Leute Einblick gehabt in praktisch die Problematik auch von Inzucht, also sozusagen fehlender genetischer Diversität, wo dann also über die lange Zeit, wenn das läuft, Krankheiten entstehen, weil sozusagen die Vielfalt fehlt, die dann bestimmte Fehler im Genom nicht mehr ausgleicht. Man hatte also ein sehr, sehr intelligentes System, das aus heutiger Sicht so wirkt, als hätten die Leute echt Ahnung gehabt davon, was die Gesetze der Vererbung sind. Das muss nicht so gewesen sein, aber es sieht halt so aus, rückblickend. Und auf jeden Fall war es ein sehr kluges System, wo man dann also sich in verschiedene Teilstämme aufgespaltet hat, aber dafür gesorgt hat, dass es sozusagen zu Genaustausch zwischen den Stämmen gab. Und das ist ein unglaublich komplexes System mit künstlichen Verwandtschaftsbegriffen, die relativ nah an dem sind, was zum Beispiel im antiken Griechenland gelaufen ist mit den kleisthenischen Reformen, wo auch künstlich Verwandtschaftsverhältnisse erfunden wurden, bei den sogenannten Phylen, also man spricht dann von einer Phylenreform, wo dann erfunden wurde Verwandtschaft, wo gar keine da war, als eine offensive Erfindung, also nicht als auch man hat den Leuten nicht erzählt, ihr seid verwandt und hat das ihnen eingeredet, sondern alle wussten, das ist eine Erfindung, es wurde nach Delphi gefahren, man hat einen künstlichen Heros gefunden für diese künstliche Familie. Also es wurden sozusagen künstlich institutionelle Familienbegriffe gebildet, die auch als solche ausgewiesen waren. Und Ähnliches finden wir bei den Aborigines. Und ich vermute, ich bin halt nur nicht Ethnologe oder Historiker genug, ich vermute, dass wir Ähnliches finden bei ganz, ganz vielen Regionen der Menschheit oder in ganz, ganz vielen verschiedenen Phasen der Menschheit, also in verschiedensten Kulturen, zu verschiedensten Zeiten, an verschiedensten Orten, finden wir solche sehr, sehr intelligenten Systeme, die Menschen gebildet haben, lange vor der, historischen Zeit im engeren Sinne, also in dem, was wir eben nennen, prähistorische Zeit, die Zeit, wo wir keine schriftlichen Zeugnisse haben oder doch sehr wenige, also wo Schrift im engeren Sinne noch nicht erfunden war und wir uns deswegen schwer tun, einen Zugang zu finden dieser Zeit. Also wo wir nur, Keramik, Tonscherben, Höhlenmalereien, Werkzeuge, Waffen überliefert haben oder eben Knochen oder Gräber oder so oder Bauwerke. Also wo wir nur eine sehr, sehr physische Überlieferung haben und deswegen sehr viel denken und rekonstruieren müssen. Aus dieser Zeit sehen wir doch, dass das, was hier als labil bezeichnet wird, rückblickend gesehen nicht unbedingt so wahnsinnig labil wirkt. Und das bedeutet natürlich, dass die Grundannahmen von Isokrates vielleicht schon falsch sind. Also weil das verträgt sich nicht mit seiner Grundannahme, weil dann müsste man eigentlich, wenn man das sagt, das bildet sich doch recht stabil raus, dass sich Menschen größere Gruppen bilden, die auch über längere Zeit tatsächlich Bestand haben, auch wenn sie immer sehr wandelbar sind, auch wenn sie immer wieder sowas wie Krieg ausgesetzt sind und Naturkatastrophen und dann auch große Kulturen immer wieder untergehen. Na, das können wir ja sehen rückblickend, dass das so war.
kann man doch nur schwer sagen, dass das wahnsinnig, wahnsinnig labil war. Also A, sind wir heute noch da, also wir haben überlebt, was ja gar nicht selbstverständlich ist. Wir haben auch mittlerweile eine sehr, sehr große Gesellschaft gebildet und es ist aus einer gewissen Sicht heute viel naheliegender zu sagen, dass das eine notwendige Entwicklung war. Also das wäre fast schon hegelianisch, also sozusagen der Weltgeist und so weiter. Tatsächlich muss ich offen bekennen, auch wenn das eher fast ein Glaubensbekenntnis ist, als jetzt auf irgendwelchen wissenschaftlichen Annahmen beruht, wobei ich versuchen könnte, das auf wissenschaftliche Annahmen zurückzuführen. Das hätten wir zum Beispiel jetzt einen Zivilisationszusammenbruch, also wirklich so ein Mad Max-Szenario. Ja, irgendwas, ne, also Klimawandel, Atomschlag, eine Seuche und so weiter, ein Großteil der Menschheit stirbt, Zivilisationszusammenbruch, Zusammenbruch der elektrischen Versorgung, der Lieferketten und so weiter, also alles, was zu so einem ordentlichen Zivilisationszusammenbruch gehört, ist meine Annahme im Moment, dass wir relativ schnell, überraschend schnell wieder da wären auf dem Stand, wo wir heute sind, vielleicht sogar auf einem höheren. Also sozusagen, dass wir bereits einen evolutiven Entwicklungsstand erreicht haben, wo gar nicht so viel zusammenbrechen kann, dass wir nicht ganz schnell wieder da uns hin entwickeln würden, wo wir heute sind. Also sozusagen, die Technik würde wiederentdeckt werden, es würde neue Technik erfunden werden. Es würde auch nach einem starken Bevölkerungsschwund sehr schnell wieder ein Bevölkerungswachstum beginnen. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass sozusagen ein Zivilisationszusammenbruch dazu führt, dass nicht sehr schnell wieder eine ähnliche Welt entsteht wie der, in der wir leben, die natürlich in Details dann abweicht, aber die wieder die gleichen Grundprobleme hat, die, also kurz gesagt, es ist sehr schwer kaputtbar, was wir momentan haben, auch wenn das sozusagen den Menschen, die in einem Zivilisationszusammenbruch, Episode oder Zeit oder Phase leben, wenig hilft. Das ist natürlich furchtbar. Ich wünsche es keinem, ich wünsche es mir nicht. Ich wünsche es Menschen, die mir nahestehen, die ich liebe, nicht, dass sie das erleben. Ich wünsche es generell keinem Menschen, weil es wirklich furchtbar ist, inklusive solchen Dingen wie Kannibalismus und grausamste Morde und also sozusagen rituelles Stammesverhalten zwischen, also was alles, was man sich halt so vorstellt bei Zivilisationszerfall, dürfte wahrscheinlich tatsächlich eintreten. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, wenn es zu einem solchen kommt. Aber das bedeutet halt zugleich nicht, dass wir nicht ganz schnell uns wieder selbst domestizieren und selbst zivilisieren würden in einem weiteren Verlauf der Geschichte. Und wenn man also so denkt, wie ich das tue, dann ist es sehr schwer, hier mit Isokrates mitzugehen, weil man dann eben in der Entwicklung eine gewisse Notwendigkeit sehen kann, über die hohe Konnektivität des Menschen nach außen, vor allem hin zu anderen Menschen, über die hohe Expansivität des Menschen, also dass Menschen immer neigen, neue Räume zu besiedeln, auch Mauern zu überwinden aller Art, sowohl künstliche Mauern, also die von Menschen hergestellt wurden, was weiß ich, wie die chinesische Mauer, wie der Limes, wie andere Mauern, die errichtet werden. Genauso wie Menschen dazu neigen, natürliche Hindernisse zu überwinden, also Hindernisse von der Form breite Flüsse, hohe Berge, breite Meere. Menschen sind unglaublich expansiv. Symbolhaft steht dafür, dass wir sogar in den Weltraum expandieren wollen. Etwas, das ich überhaupt nicht befürworte, wie man vielleicht manchmal merkt. Ich halte das für Ressourcenverschwendung. Aber man kann eben sehen, wie sehr es den Menschen drängt, immer weitere Räume zu besiedeln. Also dieses Go West ist irgendwo in uns drin. Und selbst wenn wir sozusagen den Rand der gut belebbaren Welt erreicht haben, treibt es uns dann über den Rand dieser gut belebbaren Welt hinaus ins tödlich kalte und tödlich verstrahlte und an manchen Stellen auch tödlich heiße Weltall. Also man sieht, da ist was und das entfaltet sich unweigerlich aus meiner Sicht. Das hat also wirklich etwas zu tun mit der menschlichen Natur, meines Erachtens, dass Menschen nicht stillhalten können und dass Menschen dazu neigen, Grenzen immer wieder zu überwinden. Und das ist sozusagen Teil meiner persönlichen anthropologischen Grundannahmen. Und ich halte diese Annahmen tatsächlich für wahrer und denen des Isokrates überlegen. Und deswegen habe ich tatsächlich an der Stelle schon große Probleme, mit dieser Kulturentstehungstheorie mitzugehen von Isokrates, meines Erachtens aus tatsächlich besserem Wissen. Und das ist natürlich eine problematische Position. Man braucht dann immer Gründe, warum ist mein Wissen besser als das von Isokrates? Warum sind meine Grundvoraussetzungen stimmiger als die von Isokrates? Warum sind sie vielleicht auch hilfreicher für bestimmte Zwecke? Meine Zwecke sind ja die Herausbildung einer friedlichen, stabilen, friedlich und freundlich stabilen Weltgesellschaft. Das ist so mein persönliches Projekt, wenn man das überhaupt so nennen will. Ich würde gerne dazu beitragen, dass eine solche Welt entsteht, weil ich sie für wohltuend halte, auch für notwendig halte, weil ich glaube, dass wir an einer Stelle stehen, wo wir das brauchen. Also etwas, das ich nenne einen demokratischen Weltstaat.
und auch wirklich nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern ganz buchstäblich als Organisation, glaube ich, dass wir den brauchen. Und ich versuche halt mit meinem vielen Gerede auf meine wirklich sehr begrenzte Weise dazu beizutragen. Und also wenn man fragt, eben auch weniger nach der Wahrheit eines Denkens, sondern nach der Nützlichkeit eines Denkens, hilft es uns denn, würde ich auch hier behaupten, dass das, was ich denke, dem überlegen ist, was Isokrates damals anzubieten hatte. Das ist natürlich eine cheap claim, also es ist eine leere, billige Behauptung, man kann sie glauben oder nicht. Man muss es halt ausprobieren. Also Denken bewährt sich, und da teile ich einige Voraussetzungen mit dieser Position der rhetorisch fundierten Polis-Ethik, bewährt sich im Handeln. Und das haben wir also vorhin gesehen, in ein paar Videos zuvor bei Xenophon, der auch wohl diese Position gehabt zu haben scheint, dass sozusagen, heute würden wir sagen, eine pragmatistische philosophische Position, wie wir sie eben auch bei Richard Rorty finden, bei diesem amerikanischen Philosoph, der eben sagt, Denken muss sich im Handeln bewähren. Wenn es im Handeln nicht besser ist, dann ist auch das Denken nicht besser. Und ähnlich haben wohl die Sophisten gedacht oder diese Vertreter dieser rhetorisch fundierten Polis-Ethik, dieser politisch-rhetorischen Vernunft. Und da teilen wir durchaus was. Nur würde ich ihm sagen, wie ich denke, ist besser für unser Handeln als das, wie Isokrates denkt. Also hinsichtlich eines gemeinsam geteilten Kriteriums steht das, was ich denke, besser da als das, was damals gedacht werden konnte oder gedacht wurde. So glaube ich. Aber es ist eben relativ weit weg, zum Beispiel gemeinsam von dem, was ein Platon denkt. Der denkt nicht so konsequenzialistisch, sondern er denkt ganz anders prinzipiell. Ähnlich wie vielleicht Kant. Da muss man aber vorsichtig sein, weil Kant ist da auch sehr ambivalent, auch weniger ein Klischee, als auch ich manchmal aus ihm mache. Also oft, wenn ich was also negativ über Kant rede, ablehnend über Kant rede, mache ich aus Kant halt auch einen Strohmann. Also ich mache es mir zu einfach. Kants reale Position ist deutlich komplexer, als ich sie oft darstelle. Aber ich habe halt wenig Sympathie für Kant, und deswegen neigt man immer dazu, Leute schlecht zu machen und ihnen sehr ungerecht zu begegnen und ihnen also eben nicht in der Komplexität ihrer Position. Das ist immer im Grunde traurig, auf jeden Fall ungerecht. Oder für Leute, die dann dieses Denken sehr mögen, ist es auch einfach ärgerlich. Löst dann so Kampfreflexe aus. Dem zeige ich's, ja. Das ist in der Philosophie gang und gäbe, das ist völlig üblich, passiert ständig zwischen Philosophen. Business as usual. In der Philosophie herrscht unglaublich viel Krieg, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat. Also Philosophen sind die unfriedfertigsten Menschen auf dem Planeten. Es kommt halt nach außen nicht immer so rüber, aber Philosophen untereinander wissen das. So, jetzt machen wir weiter. Ich habe also wirklich nur 4 Zeilen oder 5 Zeilen gelesen. Das wird also wahr, was ich angekündigt habe. Aufgrund seiner Annahmen möchte Isokrates deshalb die Kräfte identifizieren, die diesen Zustand überwunden haben. Also er sagt, es war ein schlechter Zustand, es war sehr unwahrscheinlich, dass wir da rauskommen. Und wie sind dann aber in den wenigen Fällen, wo wir da rausgekommen sind, wie sind wir da rausgekommen? So baut er das auf. Allgemein gilt, dass sie nicht von Natur aus vorhanden waren, diese Kräfte, also keine physischen Kräfte, keine naturhaften Kräfte, keine gegebenen Kräfte, sondern nach und nach in gemeinsamer Anstrengung erworben werden mussten. Also sie sind Errungenschaften, würden wir sagen, es sind Kulturleistungen, die uns dort rausgebracht haben, so Isokrates' Kulturentstehungstheorie. Die Aussage, dass dies nur einem ungewöhnlich erfindungsreichen und zugleich außerordentlich frommem Volk gelingen konnte, charakterisiert die Kräfte der Kulturbegründung als Ausnahmegüter. Er sagt, es sind seltene, wertvolle Güter, die nur bei wenigen entstanden sind. Und natürlich ist damit sehr viel Eigenlob verbunden, weil ja Isokrates seine eigene Polis Athen damit loben will. Ja, es ist also sozusagen immer nebenher, neben den allgemein philosophischen Aussagen, gleichzeitig immer auch ein bisschen, wir würden heute sagen, nationalstaatliche Propaganda oder Selbstbeweihräucherung. Wir sind die Tollsten. Das klingt immer mit. Und nebenher werden halt allgemeine Aussagen über die Entstehung von Kultur bei Menschen überhaupt gemacht. Das ist so ein bisschen, das oszilliert so. Da ist so eine Gleichzeitigkeit oder Ambivalenz, die auch ganz bewusst gewählt ist. Also die ist nicht zufällig, sondern man darf hier unterstellen, dass Isokrates wusste, was er da tat. Also dass er es ganz bewusst so aufgebaut hat und nicht zufällig. Oder gedankenloserweise. Für ihre begriffliche Beschreibung dieser Kräfte der Kulturbegründung stützt sich Isokrates nicht auf die sophistische Vorstellung vom Gegensatz zwischen Natur und Kunst, die ohnehin relativiert werden muss, weil Kunst eine natürliche Fähigkeit zumindest als Vorgabe voraussetzt,
sondern auf den besser durchdachten Begriff entfaltungsfähiger, aber auch entwicklungsbedürftiger Natur. Das ist doch sehr schön. Also das gefällt mir, diese Stelle, weil, wie kann man sagen, wir auch heute sehen, dass dieser Gegensatz Natur-Kultur oder Natur-Zivilisation zunehmend fragwürdig geworden sind. Also mit unseren heutigen naturwissenschaftlichen Begriffen ist es viel naheliegender, uns selber in Naturbegriffen zu denken. Also als Teil der Natur, selber Naturphänomene in uns zu sehen. Zum Beispiel machen wir das teilweise, wenn wir so einen Begriff bilden wie Anthropozän, dass wir heute im Anthropozän leben. Dadurch ordnen wir uns gedanklich, indem wir so reden, in ein Naturgeschehen ein. Weil wenn man all die anderen Zähne, all die anderen Zeitalter nimmt und man sagt, es gibt jetzt auch ein Erdzeitalter, das ist halt an der Erdoberfläche vor allem von Menschen geprägt, denkt man uns als eine Naturgewalt oder als eine Naturkraft. Und das ist nicht die einzige Form, wie wir das tun heute. Es ist aber naheliegend, das zu tun. Und das macht natürlich diese traditionelle, da ist die Natur und da ist die Kulturgrenze, sehr fragwürdig. Gleichzeitig, und das ist also sehr stark mein eigenes Denken, das aus anderen Quellen kommt, kann man sagen, aufgrund unserer Natur, weil wir so bebaut sind, wie wir sind, macht sozusagen Interaktion mit anderen Menschen und Interaktion mit der nichtmenschlichen Natur für uns einen gewaltigen Unterschied. Wir sind voreingestellt auf Interaktion mit anderen Menschen, das können wir sehr gut. Und die Interaktion mit nichtmenschlicher Natur ist sekundär. Das heißt, das, was wir gut können, ist andere Menschen verstehen, auf andere Menschen eingehen, auch wenn das manchmal anders scheint. Und alle anderen Interaktionsformen mit der Umwelt sind von diesen Fähigkeiten sekundär abgeleitet. So sehe ich es zumindest. Also die Primärumwelt von Menschen sind Menschen. Das ist von Natur aus so voreingestellt, weil es sich bewährt hat in der Evolution. Und darin sind wir auch immer besser geworden. Das korreliert stark mit neueren Theorien über, warum haben wir überlebt und andere Hominiden eben nicht. Da wird eben gesagt, unsere bessere Interaktionsfähigkeit war die Zauberkraft. Also das, was unser Evolutionsvorteil war, war nicht besserer Werkzeuggebrauch oder technische Überlegenheit im engeren Sinne von Technik, sondern was uns dazu geführt hat, dass wir noch da sind und die anderen Hominiden nicht, ist unsere sozialere Natur, unsere bessere Koordinationsfähigkeit, dass wir empathischer waren und dass wir aufgrund dieser naturalen Veränderung, also wirklich einer biologischen Evolution heraus, größere Gruppen bilden konnten. Und das war eben ein Vorteil. Das war ein Vorteil gegenüber anderen Hominidenarten, von denen wir heute auch wissen, dass es sie mal gab, aber dass sie ausgestorben sind. Und da kann man also sagen, da kommt sehr viel zusammen, was wir heute wissen über den Menschen oder zu wissen glauben über den Menschen. Und dann ist es eben auch naheliegender, diese Natur-Kultur-Grenze nicht so scharf zu denken, als krassen Bruch, wie das eben zum Beispiel diese frühere Sophistik tut, wie wir das früher in dieser Reihe gesehen haben, also in dieser Videoreihe oder eben früher in dem Buch von Alfons Reckermann, dass da ein ganz scharfer Bruch gedacht wird, also sozusagen, erst ist Natur da und dann wirklich wie so ein Turnaround kommt plötzlich die Kultur ins Spiel, schlagartig, wie so durch eine Stiftung oder wir könnten sagen durch Gesellschaftsvertrag, wie bei Thomas Hobbes. Hier wird aber sehr viel stärker ein Kontinuum gedacht und das ist auch sehr viel näher an unserem heutigen evolutiven Denken. Und natürlich hört man, wenn man als Philosoph das liest, sehr stark sofort Aristoteles. Ne? Also dieses im Keim angelegt und dann zur Entfaltung kommt, also dieses generell alles so ein bisschen in diesem Modell denkend von der Nuss zum Baum oder vom Keimling zur Pflanze oder so. Es ist so schon in uns und dann entfaltet es sich. Ob das wirklich so nah dran ist an Aristoteles, weiß ich nicht. Also ich habe im Moment, also an der Stelle, wo ich jetzt stehe, noch große Zweifel. Also dass sozusagen Isokrates ein Aristoteliker avant la lettre ist, also ein früher Aristoteliker. Aber es gibt hier im Moment zumindest, was diese Kontinuität von Natur und Kultur angeht, eine Parallele. Und vielleicht zu Aristoteles eine Anmerkung. Da hat mir so ein bisschen Paul Feierabend die Augen geöffnet, weil Paul Feierabend einen sehr weiten Horizont hatte, wie ich finde. Also Paul Feierabend gehört meines Erachtens auch zu den stark unterschätzten Denkern, den man immer nur so ein bisschen verrückter, postmoderner oder irgendwie so gedacht wird. Aus meiner Sicht war Paul Feierabend unglaublich gebildet, auch unglaublich offen für verschiedene Denkformen wahrzunehmen und deswegen auch viel, viel gerechter in seinem Urteil als viele andere Wissenschaftstheoretiker oder Philosophiegeschichtler oder wie auch immer man Feierabend bezeichnen will. Und gerade Paul Feierabend hat darauf hingewiesen, dass zum Beispiel dieses atomistische Denken oder das aristotelische Denken in der bisherigen Geistesgeschichte
wie soll man sagen, Moden unterworfen war oder Phasen unterworfen war, wo man immer dachte, jetzt ist Aristoteles endgültig erledigt, niemand wird mehr Aristoteles lesen oder ihn gut finden und dann kam es anders. Oder dass es Phasen gab, wo man gesagt hat, Atomismus ist völliger Mist, ja, und nie wieder wird jemand atomistisch denken und dann kam es anders. Und daraus leitet er etwas natürlich Fragwürdiges ab, aber es ist halt naheliegend oder zumindest wahrscheinlich zu sagen, die Annahme, dass bestimmte Denkgrundvoraussetzungen sich ein für alle Mal erledigt hätten, also wie wir oft denken, nach der Wiese, das ist altes Denken, wird eigentlich durch den realen Geschichtsverlauf, Wissenschaftsgeschichtsverlauf, Lügen gestraft. Bisher war das zumindest nie so. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass es in Zukunft so sein wird. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass die Zukunft ganz anders vorgeht, methodisch, ganz anders aussieht, also nicht nur inhaltlich, sondern auch von ihrem Verlauf her, also dass sie zum Beispiel Positionen endgültig verabschiedet. Man kann aber feststellen, bisher war das nicht der Fall. Und deswegen ist es also relativ unwahrscheinlich, dass sich Denken wirklich ein für alle Mal erledigt und nicht wiederkommt. Bisher zumindest, soweit wir die Wissenschaftsgeschichte überblicken, war das nicht so. Es gab immer wieder Phasen, wo man gedacht hat, dieses Denken ist altes Denken, nie wieder wird jemand das aufgreifen und dann hat es doch wieder jemand produktiv aufgegriffen. Und deswegen kann es tatsächlich Sinn machen, diesen alten Scheiß warm zu halten, weil er sowieso wieder hochkommt. Das ist natürlich eine gewisse Belastung für das Gedächtnis, also weil natürlich Überlieferung auch ein Aufwand ist. Also das darf man nie vergessen. Also obwohl wir heute solche unglaublichen Speicherkapazitäten haben über die Computertechnik, ist auch diese Kapazität begrenzt. Und sie steigert zwar die Fähigkeit, die wir haben, nicht zu vergessen, also wie man eben heute sagt, das Internet vergisst nichts, aber natürlich vergisst das Internet durchaus was. Ja. Zum Beispiel auch einfach, dass Wissen in der Überfülle des Wissens untergeht mittlerweile. Aber das ist halt was anderes als das klassische Vergessen. Also so wie eben zum Beispiel die Schriften, die Dialoge des Aristoteles nicht überliefert sind. Die sind einfach futsch, die sind nicht mehr da. Wir haben keine Quellen mehr. Oder bestimmte Schriften von Platon nicht überliefert sind. Oder vieles, was Isokrates geschrieben hat, einfach nicht überliefert ist. Das ist eine andere Form von Vergessen, aber diese andere Form des Vergessens ist nicht weg. Sie ist nur anders da. Und also Gedächtnis ist eine Leistung, ist ein Aufwand und dann ist halt immer die Frage, weil wir halt Menschen sind und Menschen stehen immer unter ökonomischen Bedingungen, also unter, wie soll man sagen, unter dem Druck zu entscheiden, wie sie ihre knappen, begrenzten Ressourcen denn eigentlich einsetzen wollen, auch wenn das derzeit immer sehr stark nach Überfluss aussieht, als hätten wir gar keine Grenzen. Aus einem metaphilosophischen Augen gesehen haben wir sehr wohl Grenzen und das bedeutet, das Ökonomieprinzip ist mitnichten abgeschafft oder ausgeschlossen, es ist immer noch voll da. Die Abschaffung des Ökonomieprinzips würde übrigens mit griechischen Augen gelesen bedeuten, dass wir Götter sind. Also Götter stehen nicht unter Ökonomiebedingungen, Menschen schon. Also die Griechen waren da sehr klar, was der Unterschied ist zwischen Göttern und Menschen. Man kann ihn noch anders ziehen, der Unterschied auf jeden Fall ist er meistens sehr klar. Man kann aber sagen, wenn man jetzt über Begrenzung von Ressourcen denkt, kann man sagen, der Mensch steht immer unter begrenzten Ressourcen, Götter nicht. Und in dem Sinne sind wir halt nach wie vor Menschen, wir stehen unter begrenzten Ressourcen und müssen deswegen überlegen, wie setzen wir diese Ressourcen ein, weil sie sind endlich. Und wir können sie so verwenden oder so verwenden, aber wir können sie nicht beliebig verwenden. Wir können nicht alles gleichzeitig machen, wir können auch nicht alles überliefern. Das heißt, wir können darüber nachdenken, was konservieren wir und was lassen wir in die Vergessenheit geraten. Also das ist halt diese berühmte Erinnerungskultur oder was tun wir ins Museum, was wird abgespeichert, wofür wird Erinnerungskapazität bereitgehalten. Natürlich ist Nietzsche einer dieser Autoren, die sich zum ersten Mal darüber so ganz ausführlich Gedanken machen, also in diesem berühmten vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, wo er diese drei Geschichtsformen unterscheidet. Ich glaube aber, man muss nicht unbedingt auf Nietzsche Bezug nehmen, um sich darüber, sag ich mal, hilfreiche Gedanken zu machen, nützliche Gedanken zu machen. Man kann es auch erstmal einfach im ersten Schritt anerkennen. Also es gibt sozusagen Erinnerung ist endlich und deswegen ist auch die Frage, ob Paul Feierabends Vorschlag sozusagen alles warm zu halten überhaupt ökonomisch umsetzbar ist, weil das ist natürlich ein riesiger Druck und er hat irgendeinen Preis. Wenn du nichts vergisst, dann wird es schwierig und wir wissen heute aus der Hirnforschung, dass wir überhaupt nur handlungsfähig sind, weil wir viele Dinge vergessen. Es gibt ja so die Frage, warum erinnern wir uns nicht an unsere allerfrüheste Kindheit? Warum sind die ersten 1, 2, 3, 4 Jahre den meisten Menschen nicht mehr zugänglich im Gedächtnis? Und da kommt aus der Hirnforschung die Antwort, wäre das nicht so, wären wir gar nicht handlungsfähig. Also das Hirn muss vergessen. Und das gibt uns einen Hinweis vielleicht auch darauf, wie unsere Kultur funktioniert, weil
auch unsere Kultur, auch wenn sie eine andere Ebene ist, eine andere Ordnung ist, neigt dazu, nach sehr menschlichen Gesetzen zu funktionieren. Also wir neigen dazu, sehr stark Dinge, die in uns sind, wie wir neurologisch funktionieren, wie wir psychologisch funktionieren, wie wir als Individuen funktionieren, zu übertragen auf die Gesellschaft das Ganze. Man kann sehr viele Dinge wiedererkennen, die für einzelne Menschen gelten, auf der Gesamtgesellschaftsebene. Und das gilt möglicherweise auch für die Mechaniken des Vergessens. Also man kann sagen, Vergessen ist produktiv für den einzelnen Menschen und Vergessen ist auch produktiv für ganze Gesellschaften oder ganze Kulturen. Die Frage ist eben nur, was wollen wir erinnern und was wollen wir vergessen? Und das ist eine paradoxe Sache, weil in dem Moment, wo ich entscheide, das will ich vergessen, in einem aktiven Akt habe ich es erinnert. Also sozusagen, man kann auf eine gewisse Weise nicht aktiv vergessen, man kann nur passiv vergessen. Also sozusagen durch Nachlässigkeit. Aktive Negation führt zur Aktualisierung. Also zum Beispiel in dem Moment, wo ich Nietzsche kritisiere, aktualisiere ich Nietzsche. Und darauf hat Nietzsche selber sehr stark hingewiesen, indem er gesagt hat, die fundamentalste Form von Kritik ist nicht die Kritik, also nicht zu sagen, Nietzsche ist scheiße, sondern nicht mehr über Nietzsche zu reden. Also tatsächlich, wie man manchmal sagt, auch Bad News sind Good News, also All news are good news, weil das heißt, über dich wird geredet. Das Schlimmste ist, wenn nicht mehr über dich geredet wird. Das ist das passive Vergessen, von dem ich hier rede. Das ist also als vernichtende Kritik viel wirksamer. Insofern, das ist zum Beispiel die Tugend, die ich ganz schlecht beherrsche. Es gibt viele Autoren, denen ich von Herzen wünsche, dass sie vergessen werden, aber ich rede immer wieder über sie. Und das ist aus Nietzsches Perspektive oder auch als allgemeinerer Perspektive keine gute Strategie. Die viel effektivere Strategie ist, man redet einfach nicht darüber. Und das heißt, man gibt dem keine Energie, man gibt dem keine Aufmerksamkeit. Das ist viel wirksamer, als jemanden zu kritisieren. Man redet über was anderes. Und darauf hat Nietzsche, wie gesagt, sehr, sehr offensiv hingewiesen. Das findet man also an vielen Stellen in Nietzsches Werk, dieses Motiv. Und man darf also ein Stück weit sagen, dass er es selber wahrscheinlich auch schon praktiziert hat, dass er sich also sehr gut überlegt hat, wen er überhaupt kritisiert und über wen er gar nicht erst redet. Also auf eine gewisse Weise war es bereits aus Nietzsches Perspektive ein Gütesiegel, wenn er über einen herzog und einen durch den Kakao zog, weil all die anderen, die er keines Blickes und keines Wortes für würdig hielt, die sind aus seiner Sicht schlimmer dran. Also sozusagen, die waren eben nicht, wie man sagen könnte, unter Aristokraten satisfaktionsfähig. Sie waren überhaupt keines Duelles würdig. Also man steigt mit ihnen gar nicht erst in den Ring. Und insofern kann man all diese vielen Positionen, die Nietzsche also auf brutalst mögliche Weise Unrecht tut und kritisiert und verzerrt, auch so betrachten, dass das aus seiner Sicht würdige Gegner waren, mit denen er in den Ring gestiegen wird und also ihnen die Ehre gegeben hat, mit ihnen überhaupt zu kämpfen, weil er ihnen Aufmerksamkeit geschenkt hat, anders als vielen anderen Positionen, als über die er gar nicht redet. Und ich würde sagen, also Nietzsche ist da selber teilweise wohl auch recht inkonsequent, zumindest erscheint es mir so, aber er ist deutlich konsequenter, als zum Beispiel ich darin bin. Also sozusagen hinsichtlich dieses Kriteriums wird passives Vergessen als Technik angewandt, macht Nietzsche einen deutlich besseren Job als ich. Ich neige dazu, immer noch Menschen zu kritisieren, oder eigentlich nicht Menschen, sondern Positionen oder Gedanken zu kritisieren, über die ich vielleicht einfach besser schweigen sollte, über die ich gar nicht mehr reden sollte, und das wäre viel produktiver. Und das gilt nicht nur für Philosophie, das gilt auch für vieles andere, also auch für heutige politische Positionen. Also vielleicht sollte man über bestimmte Parteien, auch über bestimmte Personen einfach nicht mehr reden. Die sind natürlich weiterhin da, aber man schenkt ihnen dann halt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Das wird ja auch sehr stark diskutiert. Ja. Hat halt die Effekte, dass sich die Gesellschaft noch mehr spaltet, zumindest auf der medial-virtuellen Ebene. Aber dann gibt es ja auch noch die Real World, die physische Welt. Und da sind halt Menschen nicht aus der Welt und Positionen nicht aus der Welt. Dahin sind sie weiterhin da und da sind sie vielleicht auch besser aufgehoben als im virtuell-medialen. Aber das nur am Rande. Das war jetzt ein langer Exkurs. Mein Gott. Was ich alles zu sagen, zu haben, glaube, ist wirklich manchmal erschrickt mich. So, ich versuche den Wiedereinstieg zu finden zu Isokrates. Wir waren, glaube ich, hängen geblieben, oder ich war ausgestiegen aus diesem Text bei diesem entfaltungsfähig, also dass auch Reckermann eben dem zugesteht, dass es ein, eben wie er sagt, besser durchdachter Begriff ist, der eher ein Kontinuum von Natur und Kultur denkt, also oder Natur und Kunst, und nicht so einen starken Bruch denkt wie die frühere Sophistik, also die Positionen, auf die sich Isokrates teilweise positiv bezieht, also Leute eben wie Gorgias oder Protagoras, und Isokrates ist eben etwas später. Manchmal wird gesagt, Isokrates war ein Gorgias-Schüler.
Und der Bruch ist bei Gorgias größer, bei Isokrates kleiner. Also der Bruch zwischen Natur und Kultur, zwischen Natur und Kunst. Also Kunst heißt immer auch Technä, Technik, das, was wir heute Technik nennen, zugleich. Dabei muss ein Können zur Wirkung gekommen sein, das sich mit gleicher Intensität auf die menschliche und die göttliche Welt bezieht. Das ist jetzt sehr interessant. Was heißt das denn? Es zeigt sich dabei einerseits als dynamisch expansive Bewegung, in der die lebensnotwendigen Künste erfunden werden, die den menschlichen Handlungsspielraum kontinuierlich erweitern. Das finden wir zum Beispiel heute im Coaching- oder Therapiekontext, wo gesagt wird, handle stets so, dass sich die Handlungsmöglichkeiten vergrößern, wo es mittlerweile auch jetzt schon länger eine Gegenbewegung gibt, die sagt, Vergrößerung der Handlungsmöglichkeiten ist gar nicht immer gut, weil es uns unter hohen Stress setzt. Also sozusagen eine Eisdiele mit 100 Eiskugeln ist zwar einerseits schön, ist einerseits Überfülle, andererseits auch Entscheidungsstress. Und auch das finden wir bei Nietzsche sehr stark, der also im Grunde so Formulierungen, die man später als Flow bezeichnet hat, vorweggenommen hat und gesagt hat, eigentlich ist es ein göttlicher Zustand, keine Wahl zu haben und nicht unter Entscheidungsstress zu wissen, weil man sich so sicher ist, dass das das Richtige ist, dass es hier jetzt gar nichts zu entscheiden gibt. Das ist, sagen wir also auch manchmal, wenn wir sagen, jemand folgt seiner Bestimmung. Wenn man das Gefühl hat, man ist Teil seiner Bestimmung, ist man so mit sich eins, dass es keine Abzweigungen, eins und zwei, ne? Also man ist mit sich eins, es gibt keine Abzweigungen, wenn das Wort zwei im Wort Zweig denn überhaupt vorkommt, aber hier ist es sehr stimmig, so zu denken. Und insofern ist man also nicht gespalten, man ist mit sich eins und das ist ein sehr beglückender Zustand. Auch diesen Hinweis findet man bei Nietzsche sehr stark ausformuliert. Und das bedeutet, Vermehrung der Handlungsmöglichkeiten ist eigentlich immer dann angesagt, wenn man sich gerade schlecht fühlt. Es kann aber auch eine Technik sein, um sich schlecht fühlen zu machen, weil wenn wir uns gut fühlen, haben wir meistens nicht das Bedürfnis, über Optionen nachzudenken und über Entscheidungen nachzudenken. Da machen wir einfach, da sind wir einfach. Da sind wir unser Tun und sind eins mit unserem Tun und das ist wunderbar. Genauso wie das eben in Flow-Phänomenen auch beschrieben wird. Man kann es aber eben auch in anderen Begriffen beschreiben als es gibt hier nichts zu entscheiden. Und dann ist es sehr fragwürdig zu sagen, dass Vermehrung der Möglichkeiten in sich selbst ein Gut ist, weil es eben auch als ein Übel gesehen werden kann, weil es sehr unglücklich machen kann, sehr viele Optionen zu haben. Und ich zum Beispiel, ich bin ja professionell Coach, ich lebe davon und ich habe nicht selten mit Menschen zu tun, deren Problem genau das ist, sie haben zu viele Optionen und können nicht mehr diese Optionen sinnvoll auf Handeln reduzieren. Das heißt, sie machen nichts einfach deswegen, weil es zu viel zu tun gibt, zu viele Möglichkeiten und man immer, das finden wir auch bei Hegel zum Beispiel sehr stark, wo gesagt wird, jede Entscheidung für etwas ist eine Negation von 100 anderen Möglichkeiten. Und weil das so deutlich spürbar ist, dass die Affirmation zu einer Sache, die Zustimmung zu einer Sache gleichzeitig die Ablehnung von 99 anderen ist, sind die Leute gefangen in einer Art Stuck State, in einem handlungsunfähigen Zustand, wo sie gar nichts mehr tun, weil Handeln zu schmerzhaft ist für sie. Diesen Gedanken findet man bereits bei Hegel formuliert vor ca. 200 Jahren. Ja, bereits da war das so. Sonst hätte es Hegel nicht formulieren können. Und das ist doch sehr interessant. Also ich glaube es im Kontext, ich glaube der Rechtsphilosophie, ich bin nicht mehr sicher, da habe ich meine Abschlussarbeit drüber geschrieben in der Philosophie. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass es im Zuge der Adoleszenztheorie bei Hegel auftritt. Also sozusagen, wenn Menschen aufwachsen in der Jugend und zum Beispiel dann sowas kommt wie, man muss sich für einen Beruf entscheiden, schreibt Hegel, das fällt sehr vielen Menschen sehr schwer, weil sie sozusagen die Vereinseitigung und die Zustimmung zu einem bestimmten Beruf für einen Ausfall des Allgemeinen, als einen Ausfall des Allgemeinen empfunden wird. Das heißt, ich habe im Moment, wo ich mich noch nicht entschieden habe, viele, viele Möglichkeiten gefühlt. Wenn ich mich aber auf ein Berufsbild dann festgelegt habe, fühle ich sehr deutlich, was ich verloren habe, nämlich all die anderen Möglichkeiten. Und ich fühle sehr deutlich, dass ich in meinem Leben nur diese eine Option realisieren kann. Ähnliches sagt zum Beispiel Hans Blumenberg in seinem wunderschönen Buch Lebenszeit und Weltzeit, wo er tatsächlich sogar Adolf Hitler als einen Versuch, diese Logik auszuhebeln, interpretiert. Das ist sehr, sehr spannend. Also, wie viele wissen, Hans Blumenberg selber war Halbjude, wurde auch im Dritten Reich verfolgt und hat also auch Verwandte verloren, soweit ich weiß, durch die nationalsozialistische Verfolgung, durch die Shoah. Und ist also persönlich betroffen gewesen von dem, was sich dort ereignet hat, in also einer der grausamsten möglichen Formen. Vielleicht nicht in der ganz allerschlimmsten, was einem zustoßen kann, aber doch sehr nah dran. Also man kann
wahrscheinlich bei ihm wirklich von einer Traumatisierung, von einer nachhaltigen Traumatisierung sprechen. So kommt es mir zumindest vor, ohne ihm nahe genug gestanden zu haben, um das überhaupt so sagen zu dürfen. Aber es ist einfach mein Eindruck. Ich kann da nicht anders. Es wirkt auf mich so. Und also dem ist Schlimmstes zugestoßen, dem Hans Blumberg. Und vieles von Blumbergs Schriften wirkt auf mich wie ein Versuch einer Verarbeitung dieser Erfahrungen. Und wir finden dann eben in Lebenszeit und Weltzeit eine ganz interessante Theorie für ein Motiv, das seines Erachtens tatsächlich jemanden wie Adolf Hitler bewegt hat und das vielleicht auch den ganzen Nationalsozialismus motiviert hat und das sehr nah dran ist an dem, wovon hier eben gerade die Rede ist, sozusagen ein Leiden an einer Nicht-Identität des persönlichen Lebens und sozusagen des Weltgeschehens, einem Auseinandertreten, das als so schmerzhaft empfunden wird, dass es jetzt mit Gewalt zusammengebracht werden muss. Also sozusagen, ich bin die Weltgeschichte. So, wenn ich das richtig verstanden habe, interpretiert das zumindest versuchsweise ein Stück weit Hans Blumberg in seinem Buch Lebenszeit und Weltzeit. Und man muss jetzt nicht so weit gehen und sagen, diese Logik setzt immer sowas wie Hitler frei oder Nationalsozialismus frei. Aber dass es da ein Leiden gibt und ein Problem gibt in dieser Vielfalt der Möglichkeiten, das sagen auch andere Leute, die das, wie soll man sagen, ohne politische Bezüge etwas dazu sagen, also vielleicht rein psychologisch oder rein ethisch bezogen auf die Lebensführung des Einzelnen. Da gibt es wohl ein Problem. Und insofern ist es heute sehr schwer, einfach zu behaupten, Vervielfältigung der Möglichkeiten sei immer etwas Gutes. Also es erscheint Minimum fragwürdig, wenn nicht sogar als falsch. Wenn wir sagen, es ist fragwürdig, kann es immer noch richtig sein, es ist nur nicht selbstverständlich. Nicht so selbstverständlich, wie es vielleicht im ersten Schritt scheinen könnte oder wie vielleicht manche glauben. Ich lese nochmal den Satz. Es zeigt sich dabei einerseits als dynamisch-expansive Bewegung, in der die lebensnotwendigen Künste erfunden werden, die den menschlichen Handlungsspielraum kontinuierlich erweitern, andererseits als sich selbst begrenzende Bewegung, aus der die Tugend der Frömmigkeit hervorgeht, mit der Menschen die Götter bitten, ihnen zu schenken, was sie für ein kontinuierlich prosperierendes Leben benötigen, aber aus eigener Kunst allein nicht herstellen können. Das finde ich wunderschön, auch wenn ich nicht dazu neige, selber theologisch zu denken. Was mir daran gefällt, ist die Einsicht in die Abhängigkeit des Menschen von Gütern, die er selbst nicht hervorbringen kann. Also wir würden heute sagen von Natur, von zufälligen Naturgegebenheiten. Das lässt sich sehr gut in dem Begriff des Parasitären fassen, also in einem technischen Begriff, nicht einen moralischen Begriff des Parasitären. Technischer Begriff von Parasitären heißt immer, ich bin angewiesen, fundamental angewiesen auf Güter, die ich selber nicht hervorbringen kann, weil das eben bei Parasiten so ist. Parasiten sind abhängig von ihren Wirten, zum Beispiel Viren. Bei Viren haben wir das jetzt gerade. Das Covid-19-Virus ist abhängig davon, dass Wesen existieren, wie wir oder die ähnlich sind wie wir, um weiter Bestand zu haben, wenn man Viren überhaupt als Lebensform betrachten will. Das ist ja nicht ganz so, sagen wir mal ganz vorsichtig. Bei Bakterien vielleicht kann man das dann noch mit größerem Recht sagen, weil die werden eindeutig als Lebensform betrachtet. Und insofern, als die Viren ja Wesen wir uns nicht erzeugen können, nicht herstellen können, sind sie eben Parasiten oder andere Parasiten, bestimmte Würmer, bestimmte so. Die brauchen ihre Wirte, um sich selber fortpflanzen zu können, können die Wirte aber nicht herstellen. Und in dem Sinne ist eben jegliches Leben parasitär. Auch Pflanzen sind Parasiten, sie sind halt Parasiten unter anderem der Erde und der Sonne. Oder pflanzenfressende Tiere sind Parasiten. Sie können die Stoffe, die sie brauchen zum Überleben, nicht selber herstellen, sondern müssen sie aus einer anderen Quelle, nämlich halt von Pflanzen nehmen. In dem Sinne sind eben auch fleischfressende Tiere Parasiten, weil sie die Tiere nicht hervorbringen können, von denen sie leben. Ob wir noch Parasiten sind, wenn wir zum Beispiel Viehzucht betreiben und also auf eine gewisse Weise die Tiere, von denen wir dann leben, oder Ackerbau, ob das sozusagen unseren eigenen Parasitenstatus mindert, ist halt die Frage. Ne? Weil häufig wird ja heute, also gerade wenn man sehr ökologisch bewegt ist oder vom Naturschutz bewegt ist oder vom Tierschutz bewegt ist, wird ja gerade das moniert, dass wir also sozusagen eine Ausbeuterspezies sind, die also auch zum Beispiel Schweine oder Kühe oder Schafe oder Hühnchen sehr, sehr schlimm behandelt, um sich eben selber zu ernähren und was dann eben auch in eine vegane oder vegetarische Ernährungsweise münden kann. Oder auch generell vielleicht in ein politisches Projekt, generell die Menschenernährung umzustellen auf andere Formen, die halt zum Beispiel weniger gewaltförmig sind oder zumindest stark empfindungsfähigen oder uns ähnlicheren Tieren darauf verzichtet, sie Teil unserer Nahrungskette sein zu lassen. Also da gibt es so Überlegungen, aber wenn man jetzt eben rein technisch vom Parasitenbegriff her denkt, kann man eigentlich sagen, es gibt kein Entkommen für das Leben.
also auch für das menschliche Leben. Wir sind immer parasitär, zu irgendwas verhalten wir parasitär. Wir sind immer angewiesen auf Güter, die wir selber nicht hervorbringen können, die halt da sein müssen. Wir reden halt manchmal so ein bisschen anders. Wir sagen, das sind Ressourcen, ja, also Ressourcen, die da sind, Bodenschätze zum Beispiel, Wasser, saubere Luft, ja, die halt da sein muss und die wir zwar irgendwie verpesten können, verderben können, aber wir können sie nicht herstellen oder nur in begrenzten Maßen. Und das ist hier auf eine andere Weise bei Isokrates gesagt, indem er eben sagt, man kann die Götter nur bitten, einem diese Güter zu schenken. Und wir können also immer nur hoffen, dass diese Güter, die wir zum Leben brauchen, da sind oder im ausreichenden Maße da sind, um zum Beispiel so viele Menschen, wie wir derzeit sind, der Break-Even ist ja in Sichtweite, zu ernähren gleichzeitig. Und es ist absehbar, dass die Weltbevölkerung wieder abnehmen wird, auch ganz natürlicherweise, weil einfach die Geburtenrate seit Jahren und Jahrzehnten überall auf der Welt zurückgeht, relativ zu den Höchstständen, die sie schon mal hatte. Also überall auf der Welt ist die Geburtenrate niedriger, als sie vor Jahrzehnten war. Und deswegen kann man heute einigermaßen vorausberechnen, so halbwegs mit allen Unsicherheiten, dass das Ende in Sicht ist und also die Weltbevölkerung nicht ins Unendliche steigen wird, nicht nur wegen, was weiß ich, Krisen, Kriegen, Krankheiten, Ressourcenknappheit und so weiter, sondern auch aus sich heraus. Und zwar in der Regel mit steigendem Wohlstand. Also die Zahl der Kinder pro Frau sinkt sowohl mit dem steigenden Wohlstand als auch damit, umso mehr eben Frauen auch selber zu sagen haben, umso eine machtvollere Stellung die Frauen in der Gesellschaft haben, umso weniger Männer einseitig privilegiert sind gegenüber Frauen. Da gibt es eine eindeutige Korrelation, soweit ich weiß. Insofern ist tatsächlich klassische Emanzipation, die auch politisch abgesichert wird durch Gesetze, die die Machtstellungen von Frauen fördern, sehr, sehr förderlich für die Einschränkung von einem überbordenden Gesellschaftswachstum, wenn man das überhaupt so sehen will. Und was dann passiert, ist halt auch sehr interessant, weil man auch schon vorhersehen kann einigermaßen, dass also sozusagen, wenn wir es mit einer schrumpfenden Gesellschaft zu tun haben, mit weniger Menschen relativ zu dem, wie wir es schon mal hatten, dass uns das auch vor sehr große Probleme stellt. Also nicht nur die Alterspyramide, dass dann sehr, sehr viel mehr Ältere in der Gesellschaft sind als Jüngere, das ist auch ein drastisches Problem, aber es ist nicht das einzige Problem, vor allem halt für eine Wirtschaft, die auf Wachstum eingestellt ist. Weil dieses Wachstum natürlich auch ein Stück weit immer von dem Bevölkerungswachstum, das wir lange Jahrzehnte stabil hatten, gelebt hat. Und die Frage ist, was macht denn eine Wachstumsökonomie, wenn die Weltbevölkerung schrumpft, ist eine tatsächlich ganz handfeste Frage. Weil natürlich könnte man sagen, das hat sich natürlich so ein bisschen entkoppelt von naturalen Größen, aber es hat sich halt nicht so weit entkoppelt von naturalen Größen, dass man behaupten könnte, das ist kein Problem für eine Wachstumsökonomie. Und wenn man also mit einer stabil schrumpfenden Weltbevölkerung rechnen muss und damit auch mit einer stabil schrumpfenden Wirtschaftskraft, dann ist das doch sehr interessant für das Investitionswesen zum Beispiel und zum Beispiel für sowas wie Rentenkassen oder so, ne? Und das hat also größere Verwerfungen zur Folge, die eigentlich heute schon in Sicht sind und wo ich mir auch relativ sicher bin, dass also zumindest Ökonomen sich darüber bereits heute Gedanken machen, weil es einfach absehbar ist, ja, dass das kommt. Und dann wird man halt was erfinden müssen, um damit umgehen zu gehen. Aber das nur am Rande. Hier bleiben wir mal kurz stehen und sagen, also das ist sehr interessant gedacht von Isokrates, weil er also A, eben dieses Kontinuum denkt, von Natur zu Technik, von Natur zu Kunst, von Natur zu Kultur. Das ist sehr nah am heutigen Denken dran, meines Erachtens. Und gleichzeitig erkennt er eben an, dass die parasitäre Natur, die unverlierbar parasitäre Natur des menschlichen Lebens, auch das ist sehr nah dran an dem, was wir heute für realistisch halten müssen, mit dem, was weiß ich, zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und der paradoxen gegenläufigen Struktur, die das Leben darstellt. Also das bedeutet ja, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik sagt, dass das Universum ist in the long run auf dem Weg von höherer Ordnung zu niedriger Ordnung. Also es neigt dazu zur Dekomplexisierung seiner selbst. Das ist letztlich eine der Implikationen dieses zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Das Universum zerfällt von höheren Formen in weniger hohe Formen, von komplexeren Formen in weniger komplexe Formen und wird irgendwann sowas sterben wie den Hitzetod. Zumindest meines Erachtens geht man davon aus, vielleicht hat sich das aber auch schon wieder weiterentwickelt, ich nehme die neuere physikalische Forschung und die neueren physikalischen Theorien nicht wahr. Also vielleicht ist mein Denken ein veralteter Stand, das weiß ich nicht, das muss man Physiker fragen. Aber interessant ist, dass wenn es so ist, das Leben eine gegenläufige Struktur ist. Das Leben baut zum Preis der Beschleunigung dieses Zerfalls
höhere komplexe Strukturen auf. Also man könnte sagen, wir haben so eine generelle Tendenz der Materie und das Leben selber ist wie so eine Forelle, die gegen den Strom schwimmt. Wenn man diesen Strom denkt als diesen Zerfallsprozess vom Höheren zu Niedrigeren, weil das Leben baut auf der Basis dieses Zerfallsprozesses höhere wertige, noch komplexere Strukturen auf, ganze Ökosysteme, beschleunigt aber dabei gleichzeitig den Zerfall, nur dass es das halt in einem Ausmaß tut, den wir nicht wahrnehmen oder der uns nicht groß beschäftigt. Aber wir sind echt, also Leben generell und auch wir Menschen sind echte Entropie-Booster. Wir beschleunigen das. Ja, einfach dadurch, dass wir da sind, weil Leben halt so funktioniert. Das ist sehr, sehr interessant. Also wenn man rein so, wie soll man sagen, mathematisch, geometrisch, physikalisch darüber nachdenkt, finde ich das wahnsinnig spannend, fast schon schön. Ja, aber mit schönen Theorien muss man sehr vorsichtig sein. Da hat die Sabine Hossefelder mir die Augen geöffnet, wenn ich es nicht schon vorher teilweise aus der Philosophie gewusst hätte. Also aber in dieser Klarheit, dass die moderne theoretische Physik große Probleme hat, weil sie immer noch dem platonischen Ideal des schönen Kosmos nachstrebt, nach der Devise, wenn es richtig ist, muss es auch schön sein. Da hat mir eben dieser berühmte Vortrag von der Sabine Hossenfelder heißt sie, glaube ich, sehr weitergeholfen, weil sie das eben sagt, wir kommen nicht weiter in der theoretischen Physik, weil wir die Grundannahme machen, das Universum sei schön und deswegen müsse auch die Theorie schön sein, symmetrisch. Wenn wir aber mal diese Grundannahme, dass das Universum schön ist, verwerfen, wird mehr Fortschritt in der modernen Physik möglich als bisher. Also sozusagen, wir sind geblendet von diesem Schönheitsideal, das für einen Philosophen sehr deutlich sichtbar aus der Antike kommt, aus den antiken Kosmosvorstellungen. Weil Kosmos eben alles drei bedeutet. Es bedeutet eben das Weltall, wie wir heute sagen, das Universum. Es bedeutet Schmuck, also schön, und es bedeutet Ordnung. Mindestens diese drei Implikationen hat der Begriff des Kosmos. Und eigentlich haben wir heute ein akosmisches Weltbild. Wir denken das Universum, das Weltall nicht als Kosmos, anders als die antiken Griechen, sondern wir denken es eben atomistisch als geordnetes Chaos. Aus zufällig geordnetes Chaos, als Ordnung, die aus der Unordnung entsteht. Und jegliche Form von Ordnung ist eigentlich hochfragwürdig. Warum gibt es hier eigentlich Ordnung, müssten wir permanent fragen. Ist doch unwahrscheinlich, dass hier Ordnung entsteht. Ne? Und wenn unsere Antwort dann eben nicht ist, da ist ein Gott, der zieht im Hintergrund die Strippen, dann wird es richtig interessant. Wenn wir uns diese theologische Ausfahrt selber versperren, dann werden interessante Fragen möglich, weil dann, das ist ja sehr interessant, wie kann denn das vor sich gehen, dass aus Unordnung Ordnung entsteht, dass aus Nichts Sein entsteht. Und wir nehmen also nicht die einfache Ausfahrt, dass wir sagen, da ist ein Subjekt mit Intentionen, also so ein menschenförmiges, aber sehr mächtiges Wesen namens Gott oder Götter. Das ist also sozusagen eine Abkürzung, das heißt eigentlich ein Denkstopp, wo wir sagen, wir hören jetzt auf nachzudenken, weil wir haben schon eine Erklärung. Wenn man sich diese Erklärung verbietet und sagt, ich denke einfach nicht theologisch über das Universum, also ich denke mir mal die Intention raus, so schwer mir das als Menschen fällt, weil ich eben ein Mensch bin und meine Primärumwelt sind Menschen und deswegen denke ich mir auch die nichtmenschliche Welt immer menschlich, also ich anthropomorphisiere sie, ich unterstelle der Natur oder der Evolution Intentionen, also Absichten. Wenn ich mir das mal kurz verbiete, ja, also in einem künstlichen Akt, man könnte fast sagen in einem Kulturakt, in einem höher stehenden mentalen Akt, verbiete ich mir diese Easy-Exit-Option, dass ich mir einen Gott denke, der dahinter die Strippen zieht, dann wird es sehr interessant, weil ich mir es dann anders erklären muss, wie das vor sich geht. Das ist innovativ. Und man kann also sicher sehen, ein Moment aus der antiken Philosophie, die also die Aporie als etwas Produktives begreift. Das sehen wir in den platonischen Dialogen, das sehen wir auch in vielen anderen Denkformen der Antike, dass also diese Ausweglosigkeit, ich habe also eine Frage und ich verbiete mir die einfachen Antworten, die naheliegenden Antworten, dass das ein Innovationsbooster ist. Ja, also das, nachher nennen wir das heute so Out-of-the-Box-Denken. Aber es entsteht eigentlich immer wieder von ganz allein, ohne dass man das künstlich forcieren müsste, einfach weil man nicht weiterkommt. Das Einzige, was man dafür braucht, ist, dass man realisiert, dass man gerade nicht weiterkommt oder dass man immer die gleichen Antworten auf die gleichen Fragen gibt und dann aus einem Unbehagen daran mal was anderes ausprobiert, also im Denken experimentiert, weil man eben merkt, irgendwie hier geht es nicht weiter, hier ist so eine Sackgasse, ja, im Handeln, im Denken und dann sucht man halt einen anderen Weg. Das ist eine innovative Bewegung, manchmal spricht man da auch sogar von Heuristik, ja, also einer Suchbewegung, einer geordneten Suchbewegung, die einen zu Neuem bringt. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber ich habe mit dieser Bewegung extrem viel Erfahrung. Also ich glaube, dass ich hier weiß, worüber ich spreche. Das kann natürlich immer eine Selbsttäuschung sein, das muss man immer dazu sagen. Also man selber ist ja nicht wirklich transparent für sich selber. So, das mögen also andere beurteilen, besser beurteilen als ich selbst. Hier mache ich also jetzt Schluss und bemerke, halb mit Schrecken, halb mit Freude, dass ich nicht mal eine ganze Seite gelesen habe und damit ein wahrscheinlich wieder stundenlanges Video gefüllt habe. So wird es, wenn ich in der gleichen Stimmung bleibe, was ich mir ein bisschen wünsche, aber nicht sicherstellen kann.
wird das wahrscheinlich in den weiteren Videos so weitergehen. Also ich werde jetzt sehr viel langsamer vorankommen und werde sehr viel mehr kommentieren in einem Versuch, Isokrates besser gerecht zu werden, obwohl ich seine Position eben nicht teile. Und ihn also auch ein bisschen einzuordnen in das, was ich für heute gesichertes Wissen halte. Also den heutigen Stand der Wissenschaft oder Forschung oder des allgemeinen Bewusstseins, den ich annehme, vielleicht auch irrtümlich, weil ich natürlich auch nur ich bin kein Wissenschaftler, ich bin ein interessierter Laie auf allen Ebenen, also ein universeller Dilettant, nicht mehr, nicht weniger, also ein vielseitig interessierter Mensch, der aber in nichts, was er sagt, irgendeinen Wissenschaftlichkeitsanspruch verfolgt. Und als ein solcher versuche ich halt in den heutigen Bewusstseinsstand, so wie er sich mir darstellt, Isokrates einzuordnen. Also ich versuche zu sagen, wie sehen wir das denn heute oder wie könnten wir es heute sehen und was ist vielleicht auch produktiv dazu zu sagen oder zu sehen zu dem, was Isokrates vor 2300, 2400 Jahren gesagt hat. Und dass eben das überhaupt noch interessant ist, dass es überhaupt noch erwähnungswürdig ist oder auch überhaupt noch kritikwürdig ist, dass es überhaupt wert ist, darauf Bezug zu nehmen und sei es in ablehnender Absicht. Oder in ablehnender Form. Das ist sehr bemerkenswert und eigentlich ein Gütesiegel. Ne? Also das Naheliegendere wäre zu sagen, was soll der alte Scheiß? Warum heute noch sich mit Isokrates auseinandersetzen? Das ist aber nicht meine Haltung, nicht meine Position, sonst würde ich ja nicht machen, was ich hier mache, sonst würde ich dieses ganze Buch nicht lesen, weder für mich noch würde ich es hier kommentieren. Insofern würde ich sagen, Isokrates spannender Typ, auch wenn er in fast allem, was er sagt, aus unserer heutigen Sicht falsch liegt oder zumindest nach dem, was ich für unsere heutige Sicht halte. Möglicherweise irrtümlich. Ceterum censeo, Demokratiam esse sotiendam.